Wir haben jetzt einen ganz, ganz spannenden Vortrag, nämlich von Rüdiger Hussong von Chipeo. Im Bereich Realtime-Visibility-Plattform tut sich extrem viel aktuell und Chipeo ist da ja einer der führenden Anbieter. Ich darf das hier moderieren. Mein Name ist Jörg Ziesmann von Irgendwas mit Logistik. Darunter fällt natürlich auch Chipeo. Was machen Sie noch genauer? Sie reduzieren nämlich auch Schnittstellen in der Realtime-Visibility-Plattform. Sie tracken und tracen das über die gesamte Supply Chain und können dadurch natürlich als kompletter Baustein gesehen werden. Ich möchte gar nicht zu viel erzählen, weil sonst rede ich noch Schwachsinn und das möchte ich auf keinen Fall. Deswegen übergebe ich einmal an Rüdiger. The stage is yours. Ja, hallo zusammen. Schön, dass doch noch ein paar Leute hierher gekommen sind. Es ist ein undankbares Lock direkt nach dem Mittagessen. Das nächste Mal gehe ich direkt zum Catering, halt da den Vortrag. Mein Thema ist heute das Thema der multimodalen Transportvisibilität. Ich habe einige Kundenbeispiele mitgebracht, wo ich darlegen werde, wie unsere Kunden den Einsatz einer multimodalen Transportvisibilitätsplattform nutzen, um einen Beitrag zu ihrer nachhaltigen Digitalisierungsstrategie innerhalb der Supply Chain zu leisten. Kurz aber ein bisschen um Kontext zu bringen und auch so ein bisschen Background Information, wie sich Chipeo gegründet hat und welcher Intention dahinter stand. Ich bin es ja heute als Endkunde gewohnt, in meinem täglichen Leben eigentlich eine vollumfängliche Transparenz über meine Warenlieferungen zu erhalten. Das hat klassischerweise im E-Commerce begonnen. Ich kenne es im Urban Mobility Sektor, wenn ich mir bei MyTaxi ein Taxi bestelle, weiß ich genau, wann das Taxi vor der Haustür steht und kann dann meinen letzten Kaffee leeren, sodass ich pünktlich ins Taxi einsteigen kann. Oder wenn ich eine Pizza bestelle, weiß ich genau, okay, wann wird die Pizza im Restaurant abgeholt und wann wird sie bei mir vor der Haustür sein. Genau mit diesem Ansatz ist Chipeo am Markt gegangen, weil wenn Sie sich im B2B-Kontext umschauen, sind die Bedarfe dieselben. Im Kern steht die Frage, wo ist meine Ware und wann kommt sie bei mir an? Mit diesem Thema sind wir vor 7 Jahren gestartet, können uns da als Pionier und wie von Gartner zuletzt auch bestätigt wurde, auch als Leader in diesem Bereich der Realtime Transportation Visibility bezeichnen, sind aus dem Startup-Wachstum raus, klassischerweise jetzt in die Scale-Up-Phase eingestiegen und haben hier halt über die letzten Monate ein enormes Wachstum hingelegt, was nicht zuletzt dem höheren Bedarf an Echtzeittransparenz in der Supply Chain geschuldet ist. Wir operieren global, sind ein europäisches Unternehmen, wachsen aber mit unseren Kunden entsprechend international und sind mittlerweile auf allen Kontinenten entsprechend mit Tracking vertreten. Diese Zahl der bereits, sagen wir, vorintegrierten Carrier oder auch vorintegrierten Systeme, könnte ich eigentlich so einen Ticker dran stellen, weil das ist eigentlich auch ein Kern unserer Value Proposition. Das heißt, der Kern ist ein streng automatisierter Prozess, ein Carrier-Onboarding-Prozess über ihr entsprechendes Logistiknetzwerk, den wir wiederum als Service bereitstellen. Das heißt, über den Skalierungsfaktor der Carrier schalten wir uns entsprechend an die vorhandenen Datenquellen auf, bilden darüber eine Datenaggregation und bieten Add-on-Services, die wiederum für die Digitalisierung ihrer Supply Chain notwendig sind. Ich habe es eben gezeigt am B2C-Kontext. Sie finden das Thema Visibilität in unterschiedlichsten Domänen wieder. Ähnlich sehen wir es auch bei unseren Kunden. Wenn wir dieses Thema der Visibilität positionieren, haben wir zu unterschiedlichste Eintrittstore. Visibilität kann vonnöten sein in der Interaktion zwischen Supplier und Manufacturer, um halt den Manufacturing Operations Prozess auszustören. Wir sehen es zur kontinuierlichen Verbesserung der Logistics Operations, wenn es um die Optimierung beispielsweise von B- und Entladeprozessen geht, im eigenen Warehouse Management. Es geht aber auch viel darum, entsprechend Warenumschlag zu erhöhen. Das heißt, wenn ich die Inbound-Outbound-Kette kombinieren
und so halt eine stabilere Supply Chain bekommen, kann ich natürlich auch mein Stockmanagement reduzieren. Und natürlich ähnlich auch wie im B2C-Kontext im Kern die Verbesserung des Kundenservice. Am Ende arbeiten wir alle für Kunden und ein Kunde, der es gewohnt ist, aus seinem Privatumfeld entsprechend Visibilität über die Warenlieferung zu haben, erwartet das auch von seinen Geschäftspartnern. Ich habe mal einige Beispiele mitgebracht, weil ich ganz gut finde, hier einen Kontext herzustellen und gegebenenfalls passt das dann auch auf Ihr Anwendungsszenario. Einer unserer ersten und auch größten Kunden, Frau Resia, wem es kein Begriff ist, führender Hersteller im Bereich Automotive-Sitze, der einen sehr, sehr hohen Need hatte an entsprechender Transparenzerhöhung in seinem Inbound. Warum? Kernproblem war, dass er gegenüber seinen Endkunden Just-in-Time, Just-in-Sequence liefert, das heißt die fertigen Komponenten zu dem jeweiligen OEM. Da in der Vergangenheit aber sehr, sehr hohe Kosten intern hatte aufgrund von Urgent Deliveries. Das heißt, er steht relativ hohen Penalzahlungen gegenüber, wenn er die entsprechenden Timeslots bei dem OEM nicht trifft und kann die eigentlich nur kompensieren, wenn er eine Urgent Delivery auslöst. Das war aber der Tatsache geschuldet, als dass er seine eigene Produktion nicht optimal aussteuern konnte, weil ihm notwendige Informationen gefehlt haben. Er hatte zwar eine super Connectivity zu seinen Suppliern, aber er hat einen riesen Black Hole gehabt zwischen Supplier und ihm, was die Logistikkette anbetrifft. Und hier haben wir entsprechend über die Carrier, das sind in dem Fall über 180 Carrier, aufgeschaltet, um hier auch eine Transparenz über die Transportkette zu geben. Und heute nutzt VResia diese Informationen innerhalb seines Manufacturing Operation Management, um den Planungsprozess in der eigenen Fertigung auszusteuern und wenn es zu Problemen kommt, frühzeitig beispielsweise auf eine Second Source auszuweichen. Wir positionieren das Thema aber nicht nur bei Endkunden, sondern auch bei Logistikprovidern. Warum? Heute stehen Logistikprovidern immer höheren Anforderungen gegenüber. Das Thema der Visibilität, wenn wir jetzt einige hier haben, ist mittlerweile in vielen Tendern ein Muss. Stark getrieben aus dem Retail-Sektor, FMCG sind da auch immer ganz vorne mit dabei. Und gerade größere Carrier, hier ist jetzt ein Beispiel mit Magnus, mit einer sehr, sehr hohen Anzahl an Subdienstleistern, haben nun die Herausforderung, diesen Service der Transparenz, der Visibilität, die sie vielleicht für eine eigene Flotte noch sehr, sehr gut im Griff haben, entsprechend auch für die Subdienstleister anzubieten. Kern des Themas ist aber, die meisten sind IT-seitig gar nicht dafür aufgestellt. Schauen sich die Anzahl an, 1000 Subcontractor, so eine IT von einem Logistikprovider, die wenigsten haben dafür entsprechend die Ressourcen oder Prozesse. Das heißt, wir haben oftmals, gerade mit diesen Logistikprovidern, das Thema Make or Buy und wir haben sehr, sehr oft den Fall, dass solche Logistikprovider uns als entsprechenden Servicedienstler reinziehen und wir entsprechend die Subcarrier-Struktur für die Kunden onboarden und die wiederum dann diese Add-on-Service der Visibilität ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Ich habe gesprochen vom Thema Multimodal und das ist auch wirklich was, worauf wir stolz sind, wo wir uns am Markt so ein bisschen differenzieren und abgrenzen können. Wir sind eine multimodale Plattform. Wir sind auch per Design so in den Markt gestartet. Das heißt, die grundlegende Datenstruktur war immer auf multimodal aufgelegt. Und heute können wir dieses Thema der Echtzeitvisibilität über alle relevanten Transportmodi anbieten, was uns gerade in solchen Cases wie beispielsweise Fressnapf entsprechend USP abbildet. Aufgabenstellung war hier die Sicherstellung des Inbound-Verkehrs aus Asien. Das heißt, sie haben sehr, sehr viele Zulieferer aus Asien. Und traditionell hatte eine Fressnapf sehr, sehr viele händische Prozesse, um die unterschiedlichsten Daten aus den unterschiedlichsten Quellen, sei es auf Shipping-Line, von AIS-Providern, von Hafenterminals, manuell zu sourcen. Da haben teilweise 4, 5 Leute gesessen, die nichts anderes gemacht haben, als die Daten entsprechend zusammenzutragen, in dicke Excel zu schieben und diese dann auszuwerten. Problemstellung war, dass Fressnapf wiederum aber den Nachlauf geplant hat und ausgesteuert hat. Das heißt, das Problem war sehr, sehr oft im operativen Handling, den Nachlauf optimal entlang der Informationen, die aus dem Hauptblick, aus dem maritimen Bereich kommt,
aufzusetzen, weil beispielsweise eine Ether-Information von einer Shipping-Line kam, der Container aber womöglich am Hafen noch gar nicht freigegeben war. Das heißt, ich habe wieder entlang der Kette ein Black Hole gehabt. Diese Information hat mir gefehlt, was entsprechend zu hohen Standzeiten auf Seiten des Logistikproviders geführt hat, und die Kosten wurden natürlich fressdampf in Rechnung gestellt. Das heißt, wir haben zum einen hier das schwarze Loch entsprechend geschlossen. Wir haben aber auch alle notwendigen Datenquellen auf eine Plattform gehievt, sodass wir entlang des Hauptlecks als auch des Nachlaufs diese Daten kombinieren können und ein automatisiertes Handover machen können. Weiter hinsichtlich der Kombination Inbound, schöner Kunde, Carrefour, ist sicher jedem ein Begriff, zweitgrößter Retailer im europäischen Markt. Hier war ganz klar von Anfang an der Fokus Kombination Inbound und Outbound. Die wollten den Warenumschlag erhöhen, Lagerkapazitäten runter, Haupttarget. Und hier geht es einfach darum, die haben halt sehr, sehr viele Stores, die im Franchise-Konzept standen, das heißt, die mussten entsprechend den Outbound sicherstellen, aber auch gleichzeitig eine Stabilität im Inbound schaffen, der halt ermöglicht, den Warenumschlag zu reduzieren. Hier haben wir über 250 Carrier im Inbound und Outbound aufgeschaltet und über 850 Stores mit einem dedizierten Portal ausgestattet. Was steht dahinter? Das heißt, sind alle Parteien innerhalb dieser Kette auf Shipeo aufgeschaltet? Und für den jeweiligen Franchise-Store sind nur die für ihn allokierten Orders ersichtlich. Und er sieht genau, okay, meine PO, meine Purchase-Order Nummer XY ist in folgenden Transport allokiert. Der reicht mich zu dem Zeitpunkt. Und hinsichtlich Customer Service, gerade auch für, ich sag mal, die Commodity-lastigen Kunden ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Hier Prismian Group. Größter Kabel- und Leitungshersteller weltweit. Kabelleitung habe ich relativ wenig Differenzierungsmerkmal über das Produkt als solches, es sei denn, ich bin im Nischenbereich. Das heißt, ich kann mich nur über meinen Customer Service differenzieren. Hier gerade aus dem Cluster Automotive, auch wieder Just-in-Time, Just-in-Sequence Delivery. Ich habe Vorproduktion, die ausgestört ist. Das heißt, die Bereitstellung exakter Ether-Informationen, exakte Informationen über den Transportverlauf sind hier essentiell, um den Kunden kontinuierlich im Kundenservice zu verbessern. Gleichzeitig generiert Prismian für sich selbst dadurch Insights über die Kundensituation. Das heißt, welcher Kunde hatte jetzt mit Major Incidents im Transportverlauf zu kämpfen? Wo liegen die Probleme? Er sieht die Performance der Logistikprovider und kann dann in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit den jeweiligen Service-Providern gehen. Kern der Plattform ist das Shipeo Multimodal Visibility Netzwerk. Müssen Sie sich vorstellen als ein Datenaggregationslayer. Das heißt, wir gehen über alle relevanten Transportmodi hinweg und binden dabei alle notwendigen Datenquellen an. Darauf aufsetzen macht man eine Datennormalisierung, sodass der erste große Add-Value-Benefit ist, Sie müssen nicht mehr Point-to-Point-Integration zu den einzelnen LSPs fahren, sondern haben eine zentrale Instanz, die alle notwendigen Informationen bereitstellt. Darauf aufsetzen haben wir dann natürlich verschiedene Add-on-Module. Im Bereich Shipper Visibility haben wir einen marktführenden ETA-Algorithmus, das heißt, wir haben ein eigenes Data Science Team, die auf Grundlage der zuvor aggregierten Daten entsprechend die exakte ETA kalkuliert und dann entsprechend zur Aussteuerung der weiteren Prozesse nutzt. Paperless Visibility. Auch hier normalisieren wir die Informationen des Proof of Delivery, sei es jetzt über eine Informationsquelle, die vom Carrier kommt, oder auch über eine eigene App, wo wir in der Lage sind, entsprechend Proof of Delivery Ihnen holistisch über alle Logistik-Provider hinweg auch über eine Instanz zu liefern. Customer Visibility ist das Thema der Kundenkommunikation. Wir haben verschiedene Formen der Kundenkommunikation. Und Customer Visibility bildet die Möglichkeit, über ein dediziertes Kundenportal Ihre Orderinformationen für den jeweiligen Stakeholder entlang der Kette zu sharen. Das Thema Dock Visibility ist ein dynamisches Slot Booking. Hier verheiraten wir das Thema Slot Booking im eigenen DC, in der eigenen Fertigung, mit dem Thema der Echtzeit-Transport-Transparenz. Mit dem großen Ziel, entsprechend basierend
auf den Ether-Informationen eine dynamische Anpassung der jeweiligen Slots, allokierten Slots im DC oder der Fertigung vornehmen zu können. Und das Thema Shipper Insights ist übergelagert das zentrale Auswertungsorgan, das Möglichkeiten gibt, hier entsprechend die Performance der Logistikprovider zu evaluieren, aber auch Verbesserungspotenziale in eigenen Warehouse-Operations-Prozessen beispielsweise zu identifizieren. Und das Ganze ist modular aufgebaut, sodass es sich aus jeweiligen Modulen immer zusammen das Thema zusammenbauen können. Und durch die offene Systemarchitektur bettet sich das ganze Thema auch nahtlos in ihre eigene IT-Architektur ein, sei es jetzt, wenn sie schon ein führendes ERP haben oder ein Transportmanagementsystem oder sonstige Infrastruktur. Das Ganze läuft bei uns risikofrei, das heißt, wir sichern den Service vertraglich zu, das heißt, über unsere Triple SLAs committen wir uns auf das Thema Carrier Onboarding, die Trackingrate als auch die ETA-Genauigkeit, was für Sie am Ende das Risiko eines solchen Projekts minimiert. Das Ganze auch ganz wichtig, wir sind hier in Europa, vollends GDPR-compliant, Datenhaltung ist komplett in Europa und wir sind per Design auch nicht in der Lage, beispielsweise GPS-Daten mit einem LKW-Fahrer zu verknüpfen, sodass wir hier gegen eine GDPR verstoßen können. Renn ein bisschen aus der Zeit, deswegen kommen Sie gern zum Stand oder ich lade Sie auch gern ein zu unserem Visibility Now Event im November. Große Veranstaltung, unsere Leitveranstaltung, findet sowohl on-site in Paris statt, aber auch online. Dankeschön. Danke dir, herzlichen Dank auch. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Ich glaube, du hast mal gezeigt, dass Real-Time-Visibility-Plattformen nicht nur ein Buzzword sind, sondern auch, wie man die konkreten Handlungsschritte macht. Du hast viele Kundenbeispiele gebracht, was ich auch mal sehr, sehr gut finde. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich denke, GPO ist da der richtige Ansprechpartner und auch meine Empfehlung, absolut zum Stand gehen und nochmal Hintergrundinformationen einholen. Danke dir. Danke dir.